und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Mein Name ist Julia, heute ist Montag und deshalb ist heute Mama Monday. Sie fiel raus aus der Welt und sie steigt wieder ein. Das Leben kann so einfach sein, sagt sie leise, wenn sie an damals denkt und sie dem damals neues Leben schenkt. Ja, wie ihr es sicherlich an meiner Stimme erhören könnt, hat mich eine... Ja, ich weiß gar nicht so genau, mysteriöse Erkältung erwischt, glaube ich. Auf jeden Fall ist meine Stimme stark angeschlagen und ich habe Halsschmerzen, also wir. Und Johann fing damit an, der ist inzwischen wieder fit. Und Christian und ich, wir quälen uns so ein bisschen ja, durch Halsschmerzen, Heiserkeit und ja, ein bisschen Schnupfen. Also zumindest ist das Gefühl, dass alles zu ist, aber irgendwie... Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Also wir lassen es nicht ausbrechen, weil wir nicht die Zeit haben, um krank zu sein. Vielleicht sollte man sie manchmal sich vielleicht auch nehmen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und deshalb versuchen wir stark zu sein und deshalb stehe ich auch jetzt gerade hier, weil ich gedacht habe, nein, ich lasse Mama meine nicht ausfallen. Ich will auf jeden Fall was sagen, aber lange sprechen kann ich nicht. Christian macht auch die ganzen Telefonate bei uns im Büro im Moment. Ich bin also nur an den E-Mails dran und so. Und ja, deshalb habe ich heute leider kein Thema für euch. Aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr ja Themen für mich. Denn es ist sowieso an der Zeit, Entschuldigung, es ist sowieso an der Zeit, dass ich mal wieder ein paar neue Themenvorschläge von euch bekomme. Und so ein paar habe ich im Kopf. Also ich kann euch ja mal sagen, was ich gerne mit euch besprechen würde, und da möchte ich mir gerne professionelle Hilfe holen, und zwar sind das auch solche Themen wie zum Beispiel Verhütung nach der Schwangerschaft, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, und dazu würde ich gerne zu einem Unternehmen gehen oder mit einer Freundin sprechen, die ist Ärztin, dass sie dazu vielleicht was sagen kann, weil ich finde, das ist ein Thema, was sicherlich einige Mamas interessiert. Und es ist ja ein Mama Monday, der Themen behandeln soll, die wirklich uns Mamas angehen. Und ja, wo jetzt, ich sage mal, unsere Kinder nicht sozusagen den Themenmittelpunkt spielen, sondern wo es wirklich um Mamas geht, um Frauen geht, um uns sozusagen geht. Ja, und deshalb ist das jetzt mein Aufruf in heiserer Stimme an euch, dass ihr mir einfach eure Themenvorschläge schickt. Ich würde mich freuen, wenn was Spannendes dabei ist. Und ja, am besten schreibt es mir einfach hier unter dem Video in die Kommentare, das lese ich alles. Und ja, bereits die letzten Themen habe ich ja, ich glaube, fast alle sogar, mich durch euch inspirieren lassen und die Themen aufgegriffen, ein bisschen recherchiert und dann ja, mit euch darüber gesprochen. Und das fände ich schön, wenn es auch weiterhin sozusagen unser Montag bleibt, sodass wir wirklich über Themen sprechen, die auch euch interessieren und die nicht nur mir einfallen. Und mir fallen ja auch nicht immer welche ein. Wenn ihr natürlich trotzdem heute ein Mama Monday sehen wollt, dann schaut einfach mal unten in die Beschreibung. Da verlinke ich euch alle Mama Mondays, die bis jetzt schon gesendet wurden sozusagen. Und vielleicht ist da ja ein Mama Monday dabei, was ihr noch nicht gesehen habt. Und dann habt ihr heute doch ein Thema, was ihr euch komplett anschauen könnt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und begebe mich nun in Richtung Schreibtisch und werde dann ab jetzt etwas schweigen und meine Stimme schonen. Das fällt mir nicht so leicht, könnt ihr euch ja sicherlich denken. Aber und hoffe, ja, dass meine Stimme bald wieder da ist. Und ansonsten, jetzt am Wochenende kamen zwei Videos auf einmal raus. Und zwar eine Schlafzimmer-Roomtour. Wir haben euch unser Schlafzimmer gezeigt. Könnt ihr auch mal schauen. Schreibe ich euch auch unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr das einfach anklicken und angucken. Genau, ein Schlafzimmer-Roomtour und auch nochmal ein extra Video zu unserer Matratze und unserem Bett. Ich schreibe euch alles unten rein. Und am Mittwoch ist wieder Mittwoch-Fittwoch. Ich freue mich auf euer Zusehen und eure Zusprüche und Motivation und so. Ihr wisst schon. Also, genug geredet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen tollen Start in die Woche und bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss! Sie fiel raus aus der Welt und sie steigt wieder ein. Thank you.
Und wenn der Wind sich plötzlich dreht und die Welt mit mir untergeht, muss ich raus aus dem Regen gehen, lass meine Träume nie verwehen. Irgendwo ist immer Sonne zu sehen. Das hat sie immer gesagt und du musst an dich glauben. Deine Träume rauben.